Hallöchen, ihr Lieben. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Es ist ein bisschen nicht so gut vom Licht, aber ich wollte dieses Video so gerne machen. Und ja, wir haben halt jetzt schon abends, wir haben schon kurz nach 9. Ja, ich habe gerade Dominik noch nach oben ins Bett gebracht. Ich wollte gerade anfangen mit dem Video. Und ja, dann wurde Dominik wach und total verstört, hat wahrscheinlich gedacht, war mitten in der Nacht. Und dann habe ich ihn gerade zu uns hoch ins Bett getan und jetzt schläft er wieder. In diesem Video soll es um, tatat, ihr kennt das Heft, also um die U4 von, ja, U4 von Hannah gehen. Da waren wir am 2.10., also vorgestern. Und bei diesem Termin wurde also jetzt als erstes auch nochmal bei Hannas Kopf geguckt. Diejenigen, die mir folgen und meine Videos kennen, die wissen, dass mir Hannah leider aus dem Kinderwagen gefallen ist. Und ich dann Samstagabend festgestellt habe, dass sie so eine kleine Beule hier hinten am Hinterkopf hatte. Und die wollte ich nochmal abchecken lassen. Da hat die Kinderärztin mal geguckt und hat uns zur Kinderchirurgin überwiesen. Ich mache direkt das Update dafür jetzt hier bei dem U4-Video. Und zwar war ich dann heute, also aktuell am 4.10. Mit Hannah bei der Kinderchirurgin. Die hatte einen Ultraschall gemacht, konnte aber mit ihrem Gerät nicht in die Tiefe schauen, sprich Gefäße, Gehirn etc. genauer untersuchen. Somit hat die uns dann wieder in die Kinderklinik verwiesen. Und ich habe natürlich gedacht, oh Gott, ich muss bestimmt dann wieder da bleiben, weil Hannah unter einem Jahr und hoffentlich ist jetzt nichts Schlimmes. Natürlich habe ich das auch gedacht und ja, wir sind dann da hingekommen und bei der Anmeldung hat die Frau auch direkt stationär 4.10. eingetragen und ich so, das Kind ist noch nicht mehr untersucht worden und ja, egal. Wir sind dann relativ schnell in den Behandlungsraum gekommen. Der Arzt hatte abgetastet und hat halt gesagt, ja, zur Sono, also zum Ultraschall. Dort mussten wir dann etwas länger warten, aber ja, es wurde dann ein ausgiebiger Ultraschall gemacht. Hannah sah danach aus wie, ja, als wenn sie in einen Geltopf gefallen wäre. So sieht sie auch leider immer noch aus, weil sie ist uns sehr früh eingeschlafen und seitdem noch nicht wieder wach. Und jetzt haben wir schon, wie gesagt, kurz nach 9. Ich weiß nicht, wenn sie nachher wach wird, ob ich ihr dann antun soll, ihr den Kopf noch zu waschen oder ob ich das dann halt morgen früh mache. Ja. Dabei ist halt rausgekommen, dass sie keine Schädelfraktur hat, wie das unsere Kinderärztin vermutet hatte und auch die Kinderchirurgin, wo ich halt dann morgens war. Ja, also es ist alles in Ordnung. Wir waren dann bei der Chefärztin noch, weil die Überweisung ging an die Chefärztin und die hat dann auch nochmal kurz getastet und gesagt, ja, also es ist wohl halt ein Bluterguss oder es ist Wundwasser, weshalb halt, ich weiß nicht, ob ich das schon im Video erwähnt hatte, diese Beule sich so ein bisschen, also wie Wasser halt anfühlt, so also beweglich ist. Und sie sagte, das wäre jetzt nichts Schlimmes. Sie hat mir den Befund mitgegeben und hat gesagt, ich soll dann nächste Woche nochmal bei der Kinderchirurgin oder bei der Kinderärztin vorstellig werden. Da konnte ich jetzt natürlich heute nicht mehr anrufen, weil wir haben heute Mittwoch. Das muss ich dann morgen machen. Genau, also ist das noch nicht so ganz fertig, aber ja, es ist Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert und ich bin froh. Ja, jetzt dann wieder zurück zur eigentlichen U4. Hannah war, oder ist, 6795 Gramm schwer, leicht, eher schwer. Das war mein Laptop, der steht hier neben mir. Ich habe nämlich gerade eben noch ein Video für euch geschnitten und das hat gerade gerendert, deswegen hat das jetzt gepiept. Ja, 6795 Gramm schwer, 65 cm lang und 42,5 cm war der Kopf. Als Beispiel daneben, Dominik war allerdings mit 3 Monaten bei der U4 und Hannah war ja jetzt dann, oder ist ja jetzt dann 4 Monate alt. Dominik war leichter, irgendwas mit 5000 Gramm, also ich sage jetzt nicht so die genauen Werte und von der Körperlänge war er 63,5 cm, also ich muss dazu sagen, im Krankenhaus ist sie bei der
Einlieferung, also als wir auf der Station da waren, auch gemessen worden. Und da haben sie 69 Zentimeter gemessen. Also es ist ja immer so ein bisschen schwierig, wie die genau messen. Also Hanna ist größer, schwerer als Dominik, wie gesagt, aber einen Monat weiter. Mal schauen, ob die U5 dann mit 6 Monaten gemacht wird. Das ist bei Dominik auch so gewesen. Und da wir jetzt in diesem Impfintervall sind, also sie ist jetzt bei der U4 geimpft worden und wird dann jetzt in 4 Wochen geimpft und dann sollte sie bei der U5 wieder geimpft werden. Und da eigentlich immer nach 4 Wochen geimpft wird, gehe ich mal davon aus, dass wir dann mit 6 Monaten impfen und dann werde ich halt einen besseren Vergleich zwischen den beiden haben, weil ich vergleiche ja immer so gerne. Ja, also das sind die Daten ihres Körpers. Hier steht halt jetzt drin, dass sie halt gestürzt ist an dem Mittwoch und dass keine neurologischen Auffälligkeiten sind, aber es halt nochmal beobachtet werden soll und von wegen Schädelfraktur. Ja, dann hatte ich ja eigentlich gedacht, ob sie geimpft werden kann, weil sie auch so leicht Schnupfen und leichten Husten hat. Das ist jetzt auch schon wieder besser. Also es war wirklich nur so ganz leicht. Und die Ärztin hat sie natürlich abgehört und hat gesagt, ja, okay, sie darf. Und Hanna ist dann geimpft worden. Das ist ihr Impfausweis. Und ich habe alles impfen lassen, was da drunter jetzt ist. Das sage ich euch mal ganz schnell. Ich weiß das so aus dem Kopf nicht. Viele sagen ja, ob man alles bei so einem Säugling impfen soll. Zum Beispiel ist Hepatitis B ja auch mit bei den Impfungen dabei. Da sagen einige, ob das man so früh machen soll. Das ist bei manchen Impfungen kann man halt das jedem selbst überlassen. Also das ist schon einem selbst überlassen, was man impft. Ich impfe lieber alles. Ja, weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht ist. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so handhabt. Meine Hebamme zum Beispiel sagt, also Hepatitis B, weiß ich, hat sie nicht impfen lassen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei diesen Impfungen ist oder dann halt nur bei Masern, Mumps, Röteln. Da hat sie zum Beispiel bei ihrer Tochter Röteln und Mumps, glaube ich, nicht impfen lassen. Das wollte sie gerne, dass sie das bekommt. Aber zu einem bestimmten Alter soll sie das auf jeden Fall dann nachgeholt werden, falls sie es nicht bekommt. Heute ist, was heißt heute? Also bei der U4 wurde geimpft. Tetanus das erste Mal, Dift gegen Diphtherie, Pertussis, Polio, Myelitis, dann HIB, die HIB-Impfung, Hepatitis B. Um Pneumokokken und gegen den Rotavirus wurde geimpft. Gegen den Rotavirus, das ist eine Schluckimpfung und auch die hat Hanna gut weggesteckt. Auch die zwei Spritzen hat sie ganz gut weggesteckt. Sie hat zwar kurz aufgeweint, aber als ich sie hochgenommen hat, hat sie sich ganz schnell eingekriegt. Das war bei Dominik ebenfalls so. Auch an sich hat sie die Impfung gut weggesteckt. Sie hatte so einen leichten wunden Po. Ich nehme mal an von der Rotavirenimpfung, weil man sagt da so, dass das halt sich auch über den Kot halt ausschwemmt. Und darauf hat sie so ein bisschen reagiert, aber sie hatte kein Fieber oder so. Und ich denke, dass jetzt, also 2 Tage nach der Impfung kann was auftreten und das ist jetzt 2 Tage her. Und ich denke mal, jetzt kommt da nichts mehr. Also auch das haben wir gut weggesteckt. In 4 Wochen kommt dann halt der zweite im Verlauf, wie nennt man das? Also es wird ja, glaube ich, dreimal geimpft, bis dann der Impfstatus seinen vollen Effekt hat, also voll da ist. Genau. Und ja, jetzt haben wir halt die erste Impfung und ich hoffe, dass wir auch die Impfung alle wirklich in diesem 4-Wochen-Takt machen können und sie dann schnell da sicher gegen diese Krankheiten ist. Genau. Ich glaube sonst, ach so, die Kinderärztin war total begeistert von Hanna, weil sie sich schon so gut im Bauchlage halten kann und so. Und ja, also sie war wirklich begeistert, weil sie so aktiv ist und weil sie so viel lächelt. Und ja, also war sie sehr begeistert. Aber mehr zu Hanna und ihrer Entwicklung sage ich euch dann in dem 4-Monats-Update. Das werde ich auch in den nächsten Tagen auf jeden Fall für euch drehen. Und ich denke, ich werde dieses, ja, was heißt, ich denke, ich beende dieses Video jetzt dann hiermit und wünsche euch noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Tschüssi!